This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon. Hi, liebe Leute, herzlich willkommen bei Jackknife auf dem Kanal. Heute hier mitten aus der Natur. Ich bin hier bei mir im Revier und habe gedacht, ich stelle euch mal eben ganz kurz was Schickes vor. Es gibt wieder ein neues Taschenmesserchen und hat mich vollkommen abgeholt. Und das Witzige ist, ich wollte das eigentlich gar nicht haben. Und dieses Ding hier ist über Umwege, über ein Freund von mir wollte das haben und dann wollte das doch nicht haben. Ich habe mir das bestellt für ihn und dann hatte ich auf einmal das Messer da. Und als ich das in der Hand hatte, konnte ich das plötzlich nicht mehr weggeben. Komische Sache das. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Muss dieses Zittern gewesen sein mit der Untermesserung. Das kennt ihr ja sicher schon von mir und von euch auch. Jo, ich zeige euch das jetzt mal eben. Was will ich euch zeigen? Ich habe hier was von Tools for Gents bekommen. Ein Frame Lock von PMP Knives. Patrick Hohenstein aus der Schweiz, der macht immer Design und lässt die bei MagSafe umsetzen. Cooles Teil. Wie immer hinterher kriegt ihr die Close-Ups. Ja, ich habe mal wieder eine gewagte These. Das hier holt garantiert, performt das genauso geil wie ein Sebenza. Das hier ist wie ein Sebenza. Das ist dieses HS Edition Limited. Ich habe hier das in diesem grün gekolorierten Titan. Jetzt muss ich euch mal ein paar Specs aufzählen, weil das ist schon heftig, was dieses Messer alles vereint, was wir im normalen Bereichen wie eben bei Chris Reeve nicht haben. Und ich finde das echt cool. Also auf jeden Fall kommt das in die gleiche Liga. Aber eins vorweg, bevor jetzt wieder geredet wird, das Ding kostet 300 Euro. Und es ist auch in diesem High-End-Sektor anzusiedeln. Das muss man ganz klar sagen. Wieso wird meine Birne nicht scharf? Ja, ich hatte noch nie eine scharfe Birne. Ne? Vielleicht liegt es da drin. Ja. Mal gucken. Wollen wir noch mal eben. Das liegt da dran, glaube ich, weil mein. Na, ich stelle es noch mal ein bisschen höher, den Sweet Spot. Wartet mal eben. So. So. So, nun wollen wir mal weiterreden hier. Ich habe hier, auf jeden Fall kriegt ihr das in so, was ja heute standardmäßig ist, jedes Messer, was ein bisschen wertig erscheinen soll, kriegt eine schöne Pouch, die auch wirklich sehr wertig ist. Ihr habt hier eine Tasche, hier drin sind noch so Sticker und Medaillen und hier ist noch so in Anlehnung an John Wick vom Confidential, so eine Art Coin, so mit so einem Pitbull drauf. Ja, coole Accessoires, die natürlich viele abholen werden, das weiß ich. Ich selber stehe da nicht so drauf, das ist alles Krempel, der aus meiner Sicht, entschuldigt bitte den Ausdruck Krempel, aber das sind Sachen, die ich eben nicht benötige, ich will nur ein Messer haben. Jetzt kommen wir aber mal hier zum Punkt bei diesem Ding. Also, wir haben hier Frame Lock Titan. Frame Lock mit Stahl-Inlays, da Titan Backspacer hier mit Lanyard, was ich schon mal besser finde. Ich dachte erst, dass der so ein bisschen drückt, tut er überhaupt nicht, drückt bei mir nicht. Wir haben hier einen gefrästen Pocket Clip. Wir haben hier ein ziemlich gutes Lager, was eigentlich Bronzewascher, die gut die Kräfte aufnehmen. Wir haben eine dünne Klinge, die nicht zu fett ist. Also wir sind hier bei gut etwas unter 4 mm, würde ich sagen. Dazu haben wir hier eine Schneide, die auf richtig fein runtergeschliffen ist. Also ihr habt eine ganz kleine Schneidphase. Das ist auch rattengeil. Und was haben wir noch? Wir haben M390 Stahl. Hier ist ein Limited Edition. Diese grünen, davon gibt es 20 Stück. Da habe ich jetzt eins von. Cooles Teil, wirklich cooles Teil. Lock steht 1A, also hier sind wir jetzt wirklich dabei, dass wir, das ist
besser als die Benzer-Qualität. Alles hier drinnen, diese Fräsung hier innen drin, wo die Klinge dann mit der Schneide drin liegt und so weiter. Rattengeil gemacht, alles wunderschön. Hier so ein Max-Ace oder was ist das hier, Logo noch mit drauf. In der Schraube hier einfach alles super fein gemacht. Mich haut das wirklich weg. Und der Hammer an dem ganzen Ding ist, das schneidet wie Atze. Das ist einfach so heftig schneidfreudig. Das ist einfach der Wahnsinn. Also, was soll ich sagen? Einfach irre. Ja, 300 Euro. Ja, im Moment gehen die Preise ganz schön ab. Ich finde, es ist ein China-Messer. Die werden in China hergestellt, aber eben mit High-End-Materialien, hier mit Bronzewaschern und allem, so ein 42A-konformes Taschenmesser ohne Öffnungshilfen, also einfach ein richtig tolles Schneidutensil. Auch jagdlich will ich das demnächst einsetzen, das als Taschenmesser, absolut geile Form und eben diese Schneidfreudigkeit, das ist echt lustig, das macht Spaß, das ist cool. Ja, wie immer wieder, jetzt werden wieder einige sagen, was, 300 Euro? Ja, 299 Euro für die Limited Edition. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe nicht nachgeguckt bei Tools, ob es auch eine einfachere Version in ohne Anodisierung und so in einer normalen Farbe gibt. Das weiß ich jetzt nicht, die vielleicht ein bisschen günstiger sein wird. Aber ich nehme das mal an und wenn ja, mache ich euch unten auch noch einen Link zu diesem Messer rein, dass es dass dann ein bisschen günstiger ist. Ja, gerne. Des Weiteren könnt ihr den Rabattcode STREAM 5 benutzen, da kriegt ihr erstmal 5% sowieso auf das Teil, weil ihr das haben wollt. Ansonsten, ja, mich holt das richtig ab, das Ding. Ich war vollkommen geflasht, als ich es in der Hand hielt und sagte, Alter, ist das geil, das musste haben. Und witzigerweise ergab sich das dann, mein Kumpel wollte es dann nicht mehr haben und ich habe es dann genommen. Ja, schönes Teil, bei Sammlern, und das ist Leidenschaft, da braucht man nicht über Preise reden. Manche geben für irgendwelchen Tand 300 Euro aus. Ein normaler Raucher knattert mal eben 300 Euro locker im Monat weg für Kippen. Es ist alles relativ mit den Preisen. Wenn es einem das wert ist, hier habt ihr auf jeden Fall einen Gegenwert. Ihr müsst ja bedenken, dass ein Sibenza im Moment auch schon 450 kostet, wenn man jetzt einen Chris Reeve Sibenza haben will. Und ich finde, von der Performance ist dieses Messer besser. Ich werde euch jetzt noch mal eben ein paar Close-Ups hinten ranknattern und dann sind wir soweit durch, glaube ich. Ne? Oder was sagt ihr? Ich hoffe, ich konnte euch mal wieder was Neues vorstellen, ein bisschen was Außergewöhnliches. Generell versuche ich ja nicht immer nur das Einfache, sondern auch mal was Schönes, was einfach was ins Herz geht, euch zu zeigen. Und das holt mich zumindest cool ab. Hier mit dem Grünen fand ich gut. Und noch das Messer ist kein Leichtgewicht durch Titan und so weiter. Ist da aus meiner Sicht das schon stabiles Messer habt ihr in der Hand. Ihr habt den Wert in der Hand. Das fühlt sich nicht so flimsig an. Das wollte ich noch dazu sagen. So, das war's. Vielen Dank fürs Schauen, liebe Leute. Schreibt wieder in den Kommis rein, was ihr von den Dingern hält. Habt ihr einen Sibenza? Und was haltet ihr von Sibenza? Würde ich auch gerne mal hören. Schreibt mal was rein. Und bis dann. Wir sehen uns bald wieder hier auf diesem Kanal. Bis dann. Tschüss.
This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon.